I Need a Word von Dave Matthews. Performt zusammen mit Grobi in der Sesamstraße auf einem Banjo begleitet. Dave Matthews spielt so ein Claw-Finger-Picking-Technik. Und ich wollte euch eine Idee geben, wie wir etwas ähnlich Klingendes ganz einfach auf der Ukulele hinkriegen. Es gibt drei Teile in dem Stück. Das ist der Refrain, die Strophe und noch so ein Mittelteil. Fangen wir mal mit dem Refrain an. Also da brauchen wir nur vier Akkorde. Einmal A-Dur. Den kennt ihr ja vielleicht. So, dann kommt ein spezieller. Das ist ein D-Suspended 2. Der geht 2, 2, 0, 0. Wie ihr seht, ich spiele den mit einem Finger. Das könnt ihr natürlich auch mit zwei Fingern machen. Ne? Ist ein bisschen geknödelt dann auf dem. So. So, jetzt kommt ein dritter Akkord. Das ist ein E7, Suspended 4. Da ist es tatsächlich gar nicht blöd, wenn man das mit einem Finger hat. Wir nehmen den Akkord hier, diesen D-Sus 2, und tun noch einen dritten Finger oder zweiten Finger, je nachdem, dazu. Auf den zweiten Bund der A-Seite, so dass wir 2, 2, 0, 2 haben. E7, Suspended 4. Ja, geht auch mit drei Fingern. Geknödelt halt, ne? Und danach kommt ein E7-Akkord, den solltet ihr vielleicht kennen, ne? So. Und jeder davon kommt drei Schläge, weil das Stück ist ein Dreivierteltakt. Okay? Also das heißt, wir haben 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, und das Ganze viermal, dann habt ihr den Refrain schon fertig. Jetzt dachte ich, ist vielleicht so ein kleines Picking-Pattern gar nicht so schlecht dafür. Und wir benutzen für das Picking-Pattern nur die C, E und G-Seite. Und ihr parkt mal euren Daumen auf der C-Seite, euren Zeigefinger hängt ihr auf die E-Seite und euren Mittelfinger auf die A-Seite. So. Und im Grunde, wenn ich jetzt den ersten Akkord spiele, ich kann ja die G-Seite, brauche ich dann gar nicht zu greifen, ich benutze sie ja nicht, dann habe ich... So, und gezählt wird das Ganze 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Und dann mache ich den zweiten Akkord. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und den dritten Akkord. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. Und für den Ende, da könnt ihr vielleicht, entweder ihr spielt einfach diesen Griff weiter. Na, ihr merkt, die Änderung von dem E7 Sus 4 auf den E7, der geht auf G-Seite. Das würde man nicht hören, wenn man das Picking-Pattern spielt. Aber das ist scheißegal. Okay, ich spiele euch das mal vor. Das ist ganz einfach. Jedes Picking-Ding kommt einmal. I need a word, so I can say what I'm feeling today. I need a word, so I can say what I feel. I need a word that'll express what I'm meaning to say. And tell you the way that I'm feeling. Um das Pattern ein bisschen aufzupeppen, könnt ihr noch zwei Tönchen dazu machen. Und zwar im Prinzip Daumen und Zeigefinger hinterher. So. Und das zweite Mal lasst ihr schön klingen. Und dann... Ja, also Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen, Zeigefinger, Daumen, wechseln, ne? Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen, Zeigefinger und so weiter und so fort. Ich mache es einmal vor.
Ja, Bums, das war auch schon Refrain. Die Strophe braucht im Grunde nicht sehr viel mehr Akkorde, auch nur 4 plus 2. Ich zeige es euch. Wir brauchen einmal den Fis-Moll-Griff. Fis-Moll ist im Prinzip wie ein G7, der um eine Saite verrutscht ist. 2, 1, 2, 0. Fis-Moll. Dann brauchen wir A-Dur, hatten wir schon. Dann brauchen wir wieder dieses D-Sus 2, hatten wir auch schon. Und wir brauchen wieder E7 Suspended 4. Wobei der in dem Kontext ist es ein H-Moll irgendwas, ja. So, also ich spiele mal vor, immer 3 Schläge pro Akkord. Ist 1, 2, 3. Ist auch fast schon alles. Strumming-mäßig würde ich euch was ganz Krudes vorschlagen. Passt auf, ich spiele auf die 1 die E-Saite mit dem Daumen und auf 2 den ganzen Akkord. So, das ist 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja? So, bei dem A-Dur machen wir dasselbe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nur beim D, so ist Dingsbums, da wechseln wir mit dem Daumen auf die C-Saite, hier auf den. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay? So, und den letzten Griff mit dem hier oben machen wir einfach einmal so durch, ja? Ein Arpeggio. Und da kommt gleich noch was dran, zeige ich euch. Müsste jetzt insgesamt so klingen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Und von vorne. Fis, 2, A über E, 2, 3 und D. 2, 3. Okay. Jetzt spielt er sich selber noch so eine kleine Zwischenmelodie. Und die geht im Prinzip folgendermaßen. Wir haben das H, ein A könnt ihr auf der offenen A-Seite spielen, dann ein Gis, diese 3 Töne. Mehr ist es nicht. Okay? Und insgesamt geht das dann, das hängt ihr an diesen hinten dran. Also das heißt, ihr habt 1, da ist das H im Prinzip schon oben drin. Dann spielt ihr ein A hinterher und ein Gis hinterher. Und dann geht es von vorne los. Nochmal ganz langsam zum Hören. Das sind so Sachen, die muss man über die Ohren verstehen. Da ist nicht viel mit erklären. Also wir haben 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und Bums, könnt ihr die Strophe schon. Ihr braucht noch 2 Griffe am Ende. Das kommt 4-mal, dieses Ding. Und dann werden die ersten 2, das Fis und das A, nochmal gespielt. Und dann kommen nochmal 2 andere Akkorde. Und zwar, ich glaube, es ist ein D über irgendwas und ein E über irgendwas, irgend so ein komisches. Ich finde folgende Griffe ganz geil. Ihr nehmt den A-Dur-Griff und schiebt den so, dass euer Zeigefinger im 6. Bund ist. Das ist genau zwischen dem 1. und dem 2. Tupfen. Ne? Müsste so klingen. Und dann brauchen wir noch einen Griff, das ist wie gesagt irgendein D-Griff, irgendein Kram mit D. Hier ist das D. Und jetzt irgendein Kram mit E. Das heißt, wir gehen nochmal 2 Bünde weiter, so dass. Also der hier hatte ich ganz vergessen, das ist 7
6 und offen, offen, 0, 0. So, und jetzt rutschen wir zwei Bünde hoch, sodass wir 9, 7, 9, 8 und offen, offen haben. Ja? Ich würde sagen, ich spiele euch die ganze Strophe mal vor. Das geht. I made a wish with all of my heart to have a rocket ship and fly to the moon. Now I'm sad and I'm mad and I don't have a rocket, 'cause the wish that I wish did not come true. 'Cause the wish that I wish did not come true. Und jetzt geht es von vorne. I need a word so I can, und so weiter und so fort. Okay? Ja, wenn euch das gefallen hat, dann hoffe ich doch, dass ihr viel Freude dabei habt, es zu spielen. Vielleicht klickt ihr auf Like, vielleicht empfehlt ihr jemanden den Link weiter. Vielleicht hört ihr euch meine Aufnahme von dem Stück mal an. Oder vielleicht abonniert ihr auch meinen Kanal. Dieses Stück in etwas verschärft, dann auch mit dem Mittelteil und noch drei andere Stücke aus Sesamstraße Muppet Show gibt es in meinem Workshop Muppets Extra. Ja, der ist zwar schon im Dezember 2020 gewesen, aber den könnt ihr immer noch buchen. Ist ja Livestream-Kram. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Wie's ist.